Ich wollte den Level auswählen und dann nächsten Level machen. Ich dachte, so muss ich das. Ach. Sehr schön. Gut. Ja, ja. Überspringen, denn ich kann jetzt sowieso wieder. Bei denen mache ich nicht nochmal. Nein, nein, nein. Und nochmals nein. Ja, brauchst du jetzt gar nicht groß Intro machen. Das ist mir jetzt völlig egal. Ja, schön. So. Beenden. Hallo? Achso, jetzt muss ich so rumdenken. Beenden. Ohne Speichern. Beenden. So. Laden. Und dann halt direkt auf den nächsten Level klicken. Mein Gott. Mit Story fortfahren. Waffen haben wir. Jetzt bin ich gespannt. Südliches Massiv. Ja, jetzt sind wir richtig. Gut, das war jetzt ein bisschen Chaos, aber mein Gott. Passiert. Dörpe, hörpe, dörp. This shelter ought to work. I doubt the flow will make it here. Don't tell me. And experts are predicting that this eruption could cause a volcanic winter, causing temperatures all across the Northern Hemisphere to plunge. This effect could be felt for years, with food production being hit. Apparently, the pyroclastic blast reached the West Coast and destroyed all the Navy ships we had standing by for relief efforts. It can't be. Earthquake? Tsunami? Volcanic eruption? Damn nuclear threat is practically secondary at this point. No. This country's resources are already strained. If the city is attacked with a nuclear weapon, the chaos would be more than this government can control. Worst case scenario, I believe we're actually witnessing the utter destruction of our country. Somebody, do something! Colonel, the hell is all this? Nobody said shit about any volcanoes erupting. Our base was swallowed by lava. That amateur kills dozens of our guys, and I have a feeling the whole plan's been shot to hell. We are gonna get paid, right? Shut up, you lunatic. Is that your legendary Surge pride showing? Come on, Colonel! We only signed on with you guys for the money. If we don't get the money, where do you think that leaves us, sir? You stupid! The eruption will have thrown the government into more chaos than it can handle. They'll need to settle our demands at once. We still have the advantage. Am I wrong? No. Sir. We can't save everyone. I told you, we can't save everyone. Steve! No! Well, partner, I still want to save him. Wanted to save him. Save you, save Lisa, save everyone. Probably a hopeless dream to start with. I can barely save my own life. I'm alive. You gotta be kidding me. Ugh.
lungs feel like they're on fire. Looks like I avoided a direct hit. I've had close calls, but never this close. I guess I'll have to walk. Looks like I get to die on foot. This is Radio RT. Due to the large eruption, many of the surrounding areas have obtained severe damage. Outside communications have been cut, and the details of our situation remain uncertain. If there are any survivors out there, I'm sure rescue is on the way. Please hang in there. So. Spitzenklasse. Wir sitzen mal voll in der Scheiße und haben keine Ausdauer, was nicht unbedingt besonders gut kommt hier in der Ecke. Haben wir nicht irgendwelche Items, die wir noch benutzen können? Das ist nicht mein Itemscreen, das ist mein Itemscreen. Da. Ah nein, scheiße. Ach, bin ich blöd. Die wollte ich doch. Kekse. So, wieder ein bisschen Ausdauer. Das war ein Spitzenzeitpunkt. Und weiter. That was close. Der ist super close. Das Schöne ist übrigens auch, dass meine Lunge sich gerade so dermaßen mit Schrott füllt, dass ich hier gleich umkippe. Was? Was war das denn bitte? Hätte ich selbst... Ach, ja, ist ja kein Zelda, ich muss ja selbst springen. Scheiße. Das war saublöd. Och Mann. Wie springt man denn? So springt man. Ich dachte, er springt selbst über die Abgründe. Mein Gott, ist der unselbstständig. Ja, ja. Gut, dann noch mehr Kekse. Selbstverständlich. So, abrutschen. Schnell abressing. Dann mit abressing. Und weiter renning. So, diesmal springen wir auch drüber. Am besten über die gesamte Brücke. Was leuchtet denn da? Was hat denn da gerade rechts geleuchtet? Was war denn das? Werde ich nun sterben? Oh Gott. Oh Gott. Das war nicht geplant, beide zu überspringen, aber okay. Ey, was? Survivor Story? Ne, Survivor, wie halt hier Teddy und Try. Given the circumstances. Was ist das denn? Achso. I need to keep moving, das heißt, ich muss hier durchlaufen, oder wie? Ne, ich muss nicht durchlaufen, ich muss warten. So viel zu I need to keep moving. Ach, fu. Au, 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 egal. Okay, so langsam muss ich jetzt aber wirklich mal hier raus. Ich brauche Luft. Das heißt nicht noch mehr Asche. Mensch, Ray, da hast du dich aber nicht besonders angestrengt. Das hätten wir auch noch schaffen können. Verflixt. Ja, wie bist du denn für Dickens? Wie wär's mit Danke, du Arsch? You sure? Sure.
really needed that. Thank you. Geht doch. I'm Ray. Did you save me? Mm-hmm. I'm Iris. My mom and dad haven't come back yet, so I was watching for them out the window. I saw you collapse, so... I see. Thanks again. Gut. Dann können wir hier jetzt die Bude ausräumen. Ein antikes Sofa. Ist bestimmt viel wert. Diese Familie hat Geschmack. Aha. Es ist nicht hässlich, aber schön ist es auch nicht. Ein Laptop. Diese Familie hat Geschmack. In dieser Situation ist er nutzlos. Wieso? Solitär geht immer noch. Was ist ein Schrank? Was? Echt? Wäre nicht richtig, ihn zu öffnen. Na dann zertreten wir lieber das die Lieferung der Familie. Das ist natürlich viel richtiger. Oh Mann. Nicht ausruhen. Ach, du alte Koksnase. Nein. What a day. Ja, was? Ja, total. Hell of a day, Mensch. Gut. Oh mein Gott. Ich warte jetzt drauf, dass gerade die Welt sich irgendwie... alles, die Wände werden plötzlich rot und wir sind in Silent Hill. Was haben wir hier? Ein guter Hut tut gut. Die Tür öffnen. Ja, weiß ich nicht. Doesn't look like anybody's here. Wollen wir denn schon abhauen? Offensichtlich nicht. I wonder if my mom and dad are all right. It's okay. I'm sure you'll see them again. I can't say this house is safe. If it rains, the chances are good that it'll get hit with a volcanic debris flow. I've got to take her with me and run, but... do I want to be burdened with her life? Can I even save her? Hey, what's this? This? I got it a long time ago with my teammates when I joined up. It's a good luck charm. You see, we... well, we wanted to save a lot of people. I was on a rescue team up until a little while ago. That's cool. No, it really wasn't cool at all. At least that's how I see it now. Listen, Iris, it may be dangerous for you to stay here. Your mom and dad won't be able to make it back through this ash anyway. Come with me, and we'll get to a safe place. But it's dangerous outside, right? Don't worry. I'll protect you. I was on a rescue team, remember? I promise. Okay. I understand. Good. Now, do you have a car? Yeah, my mom's is in the garage. Wait here. I'll go check it out, okay? Ich finde es sehr gut, dass er den Punkt ausgelassen hat, bei dem er sagt, dass er seinen Freund nicht retten konnte und ihn in Lava fallen gelassen hat. Wäre vielleicht nicht so ganz gut gewesen, von wegen, hey, ich war doch im Rettungsteam, ich beschütze dich. Aber, naja, also, man kann das ja mal auslassen. Ein Ofen. Er funktioniert jetzt anscheinend nicht. Weil? Es kommt kein Wasser raus. Diese Wasserversorgung ist unterbrochen. Woher hatte die dann eben Wasser? Aus dem Kühlschrank hier, oder wie? Ein Kühlschrank. Ist noch gut gefüllt. Ja, dann würde ich auch weglaufen. Meine Chancen draußen in der Asche sind bestimmt viel höher. Das ganze Geschirr ist ordentlich aufgereiht. Sieht mir nach einem gepflegten Haushalt aus. Ein Fernseher. Stromausfall funktioniert nicht. Alles Kacke. Noch mehr Pakete zertreten. So, wunderbar. Omis Notreserven, die sie vorbeigeschickt hat, erstmal weggesoffen. Über den Fußball gestolpert. Das Badezimmer? Ich muss da nicht rein. Stimmt, Ray. Wann musste Ray eigentlich mal auf Toilette? War er noch gar nicht, ne? Ist ein guter Mann. Ein guter Mann. So, Töff-Töff. Immer dasselbe Töff-Töff übrigens. Ich brauche etwas Licht. Ich sehe schon eine Lampe da hinten stehen. Da, Licht machen. Eine Lampe. Aber die Flamme ist aus.